Hier in Österreichs Bergen ist das Fahrerfeld nun bereit für die 71 Runden am Red Bull Ring. Das Rennen rückt näher und wir blicken auf Valtteri Bottas. Keine allzu große Überraschung, ihn in der letzten Reihe zu sehen, aber er hat definitiv das Potenzial, von da aufzurücken. Es ist soweit. Das Rennen beginnt. Darauf haben wir alle gewartet. Der große Preis von Österreich. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ja, solider Start. Und Ocon ging auf Platz 6 zurück. Wie kann das? Drei Plätze, ne? Eins, zwei, hat das Double geholt? Ja, passt. Och ne, jetzt kommt diese Kurve. Jetzt geht's voll vorbei. Oh. Viele auf hart. Das ist sehr interessant. Regen kommt. Runde 20. Ab Runde 25 bis Runde 30. Und das wird eng mit den Reifen. Ja, die schlechten Autos mit harten Reifen sind echt nicht so gut wie nur uns dann. Ne? Jetzt merkt man hier wirklich mal einen Reifenvorteil auf manchen Strecken. Habe ich aber auch gemerkt, auf manchen Strecken hat man wirklich diesen Reifenvorteil, wo man dann mit den Soften oder Medium schneller ist als mit den harten. Und andersrum, ja. Loss hat jetzt beide Haas und Piastri geholt. Das hat sich gar nicht so in einem guten Start ausgenommen. Hat der Fucci eine Lücke genutzt. Immer beim Start kommt ja diese eine Lücke, wie hier. Ne, und dann zieht man halt die ganze Zeit an einem Ort vorbei. Was wir gerade eben bei Stroll mal gesehen haben, wo der auf einmal so richtig an uns vorbeigeschossen ist im Sprint. Man merkt es, ne? Die Hartfahrer, also Stroll auf den Harten ist halt echt nicht so schnell, Verstappen hat die Softreifen drauf, die Mediumreifen drauf. Das ist aber krass, dass keiner wirklich jetzt die Softreifen verwendet. Ist auch selten, dass so viel auf Hart gehen, ey. Die machen schon Sinn, ne? Aber ja, wenn man die Reifen noch ein bisschen spart, können wir so 27. 98. Runde vielleicht in die Box gehen. Ja, es ist offen. Und ab dafür. Wir sind das ganze Rennen eigentlich ganz gut mitgekommen mit den Feuerleuten. Beim Sprint. Aber da haben auch zwei Leute die harten vor uns. Oh, Verstappen hat kein DRS. Das wundert mich ein bisschen, okay. Wir können ja gerade beim Leclerc richtig anklopfen. Das ist der Red Bull Ring, ne? Das muss man jetzt überlegen. Und wir sind Alpha Tauri. Die waren Alpha Tauri. Ja, ja. Also hätte es ES gemacht, dann wäre die Chance gewesen. Ah, hier fehlt aber die Schikane, die sie in echt mittlerweile drin haben für die MotoGP. Oh, Stau und... Geil. Markus und Nose haben gerade Gasly aufgehalten in der Kurve und Dawson kann außenrum vorbeiziehen. Das war ja super. Müssen wir uns mal angucken. Hier nehmen wir Kurve 3. Da ist die Lücke. Das Problem ist, das ist uns auch ab und zu mal passiert schon in der Karriere.
Die Stadt wird, also ist, danach wird es Interwetter. Ich habe ein Rennen gehabt, da sind die halt Alfa Romeo, Spanien. Müsste nächste Woche kommen. Also nächste, stimmt, müsste nächste Woche kommen, deswegen ich will eigentlich nicht spoilern. Aber da sind manche Teams interessant gefahren. Das darf nicht wahrscheinlich sogar nicht sein. Aber ist ganz gut, wir können jetzt gerade vorne mit dem mitfahren. Und können unsere Reifen sparen. Von Gloss wieder aus. Oh, er probiert's. Geil. Nose wurde durchsichtig. Normalerweise wäre das voll der Aufbauunfall gewesen. Aber so kann man auch vorbeifahren. Hey, Lawson fährt gerade ein richtig gutes Rennen, genau wie Show. Was ist hier aktuell los? Von den Leistungspunkten her sind wir eigentlich mega schlecht. Aber wir können aktuell mithalten. Ist echt merkwürdig. Bei Show kann ich das auch ein bisschen verstehen. Er hat ein Unterboden-Setup-Update bekommen. Aber Lawson ist bisher in diesem Rennen auch sehr stark. Das macht er halt wieder gut im Vergleich zu dem, was er im Sprintrennen gemacht hat. Was hat denn da gerade Leclerc gemacht? Also lange Verstappen außer des DS haben, ist eigentlich ganz gut, weil der hält die anderen so ein. Der hält die nicht zwar auf, ne? Die können da dranbleiben. Hey, so langsam geht mir die auf die Nerven davon, ne? Ich setze gleich ERS an, dann fahren wir einfach an Leclerc vorbei. Das ist halt merkwürdig, warum das auf einmal aktuell so ist. Aber auch in der Alfa Romeo Karriere ist es aktuell irgendwie ganz komisch. Wir sind stärker, als wir eigentlich wirklich sind. Und los, den überholt Ricardo. Das war ein schönes anderes von über mal wieder. Genau. Schauen wir uns das mal an in Kurve 3. Das muss er jetzt durchziehen. Oh, der hätte sogar fast noch Markus angreifen können. Platz 12, ganz nah an den Punkten. Stimmt, hier in der Saison ist ja... Ach ne, ist nicht in der Alfa Romeo Karriere. Ist, nee. Doch, in der Alfa Romeo Karriere fährt Alfa Tauri mit der 2 und 3. Und ein Red Bull hat die 1. Wenn jetzt Norris dann zu Red Bull gewechselt werden, hätten wir die 1, 2, 3, 4 für die Red Bull Autos. Schade, ja, Lawson, Show fährt immer noch ganz ordentlich mit. Ja, wäre cool, wenn man sagen könnte, nicht überholen. Oh, jetzt hat er den Windschatten von Leclerc kurzzeitig gehabt. Und der blockiert ihn danach, den. Die haben scheinbar ein stärkeres ERS als der Ferrari. Weil wir den gerade schön ausbeschleunigen konnten. Klar, kann auch natürlich sein, ne? Weil wir haben ja bei ihm ja mittlerweile schon das Neuere drin. Das heißt Neuere, das hat auch schon wieder mittlerweile nur noch 48%. Aber kann sein, dass das vielleicht ein bisschen kaputt ist und Ricardo und Lawson wieder mal. Jetzt nehmen wir hier Kurve 6. Er beschließt es zu versuchen. Der fährt auch ein aktuell sehr starkes Rennen. Warum konnte er im Sprint nicht so stark fahren? Wenn das jetzt so läuft, dann könnte gleich Show die Führung übernehmen. Der hat jetzt DRS, der kann jetzt. Der könnte es echt jetzt packen. Führungskilometer von einem Alpha Tauri. Nee, Visa RB Cash App Auto. Lawson überholt Magnussen, der mit Ricardo und Lawson den Punkten. Und Show fightet hier den Sieg. Der ist schon in Kanada ums Podest gefahren. Also kam das nicht aus, einfach aus dem Nix, sondern es muss halt wirklich was mit Update zu haben. Ich weiß nicht, warum die Punkte so komisch verteilt sind, aber irgendwie sind wir halt viel schneller im Rennen, als diese Liste da uns anzeigt. Show führt. Wir haben nichts eingestellt. Das hat er gerade von sich aus gemacht. Ja, ich mache mir eher Sorgen um Lawson. Show mit der schnellsten Runde. Überholt die Führung und fährt dann auch die schnellste Runde dabei. Mhm. Geil. Der hat auch schon Tsunoda überholt. Alter, Lawson. Gefühlt ist der schnellste Fahrer aktuell. Was ist hier los? Ja, ich find's mal gut, ne? Wir haben endlich mal einen richtigen Fortschritt.
Aber es war in den anderen beiden Vorsaisons halt jetzt nicht so extrem, dass wir diesen Schritt nach vorn gemacht haben. Also man hat ihn immer gemerkt, aber es kann sein, dass wir jetzt halt mittlerweile diesen Sprung jetzt deutlicher merken, weil wir mittlerweile auch ein bisschen näher dran sind. Oh, jetzt hat Sainz das DRS, jetzt könnte Leclerc wieder vorbeiziehen. Ne, macht er nicht. Er ist freundlich zu uns. Er weiß, dass wir ein Kundenteam sind. Wir sind als Schwesterteam. Wir sind eigentlich Schwesterteam, nicht Bruderteam. Da wird es immer gemotzt, ne? Hier, ja, Frauenrechte und allem drum und dran. Aber wenn man irgendwas macht mit Schwesterteam, oder das heißt auch Mutterland, warum nicht? Oh, ja, das Vaterland, ne? Keine Ahnung. Ich bin immer voll verwirrt. Ja, Tsunoda geht wieder an Lawson vorbei. Also Lawson hat sich jetzt so ein bisschen in seine Truppe eingefunden. Tsunoda, Magnus und Ricardo, Lawson-Truppe. Die Telemrg-Gruppe. Oder die Lmrgt-Truppe. Er hat jetzt die ersten Buchstaben des wahren Namens genommen. Ja, Sainz gibt wohl gerade ein bisschen, versucht gerade ein bisschen Gas zu geben, es abzuhauen, aber nö, wir müssen Sprit sparen. Klar, man spart Sprit sowieso, wenn der Regen kommt. Das habe ich mittlerweile auch schon gemerkt. Und Sainz probiert es. Nein, diese Kurve ist immer so eine Angstkurve, was Unfälle angeht. Und Perez hat sich jetzt Verstappen geschnappt und auch Russell. Okay, wir sind jetzt nur eine Dreiergruppe hier vorne. Alter, Sainz gibt uns ein bisschen Platz. Ist der Leclerc gerade draufgefahren? Und damit ist das jetzt... Ne, es ist noch eine Dreiergruppe. Okay, das wird jetzt gerade zu einer Achtertruppe. Ne, jetzt wieder nicht, weil Leclerc nicht beim DS-Fans ist. Das ist, das ist jetzt hier immer so ein kleines Ding. Ne? Das kann eine Zweiertruppe sein, das kann aber auch direkt eine Achtertruppe sein. Je nachdem, ob Leclerc es schafft, ins DS zu kommen. Aber es macht gerade schon Sinn. Und Lawson, der fightet sich da mit den gerade rum. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, und Zeit. Nein. Fahr bitte. Er hat sich gerade verbremst. Da ist die Wiederholung. Mann! Da sind wir also vor Kurve 1. Ja, wir haben es ja gesehen. Wir haben gerade Glück gehabt, dass wir jetzt immer noch genug, also mittlerweile so schönen Vorsprung hatten auf die anderen. Ist auch nicht großartig was passiert, Auto ist immer noch ganz. Aber ist halt bitter. Vor allem jetzt sind wir unter dem Prozentansatz, ne? Normal soll die 60. Runde sein. Mit 16. Runde mit 60%. Jetzt wird es halt eng mit den Reifen. Die Truppe vor uns ist jetzt eine große Truppe, wo wir Schwierigkeiten haben werden, jetzt ranzukommen. Aber eigentlich ist auch ganz gut, weil er jetzt alleine fährt. Ich hoffe, du bist aber jetzt nicht zu sehr enttäuscht von dir. Okay, auch Vertrauensauto ist immer noch hoch. Von Lawson ist sogar sehr hoch. Der wurde aber jetzt wieder überholt jetzt. Jetzt geht es für ihn halt irgendwie wieder runter. Klar, wir können auch die Regen wechseln, na, aber man sieht hier, es bleibt ungefähr auf Runde 30. Das wird schon arg eng mit den Reifen. Die harten Reifenfahrer sind bei 70%. Boah, die ziehen uns ja richtig gerade ab. Und die haben alle Gas gegeben gerade. Haben alle richtig. So, Giovinazzi ist, das ist definitiv die schnellste Runde, die ich je gesehen habe. Noch nicht mal einen Townsall gebraucht. Ja, ich bin mal gespannt. Also, es wäre super. Es ist schade, dass wir uns verbremst haben. Wir haben uns gerade schön um die Führung da duelliert. Jetzt ist mal ein Verstappen vorne aber mit dabei. 1,7, wir fahren 1,8er Zeit. Wir sind eine Sekunde auf einmal langsamer als die. Magnussen, lass mal bitte. Der holt jetzt auf. Aber die ist halt immer wieder nach vorne kämpfen, ne? Warum der Ton eigentlich jetzt anders ist als so, finde ich halt ein bisschen schade. Wir hätten den Ton, wenn es geht, beibehalten können. Ja, die sind alle schneller als schon, ne? Die Reifen von ihm lassen ja auch jetzt nach. 35% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, 25. Oha, das wird ja immer später mit dem Regen. Das
Jetzt bin ich am Überlegen, auf die roten zu wechseln und dann Volldampf zu geben für 10 Runden. Wir würden halt aktuell wahrscheinlich hinter Norris rauskommen. Ne, hinter Boucher rauskommen. Hinter Piastri rauskommt. Vor dem Alfa Romeo. Weil die anderen holen gerade auf, wir haben gelbe Flagge. Und, ja genau, das war ein Unfall. Leider kein Safety Car. Was ist da passiert? Also kein Ding-Safety Car. Und rums. Dafür gibt es eine gelbe Flagge. Die Reifen werden echt knapp. Umso länger wir warten, umso schwieriger ist es. Wenn wir halt jetzt reinkommen, klar, wir haben die schnellsten Reifen, aber wir verlieren halt über 25 Sekunden. Wahrscheinlich. Und ob wir die aufholen, ist auch fraglich. Wir müssen es eigentlich jetzt riskieren, durchzufahren. Ja, was ein Verbremser auslösen kann. In 4 Minuten soll Regen kommen. Und die anderen sind fast im DRS-Fenster. Das sind die Hartfahrer. Die haben jetzt ihren Vorteil natürlich. In 4 Minuten, das sind 4 Runden, ne? Bis der Regen wirklich anfängt. Deswegen ist, wir hätten, wenn, direkt nach dem Verbremser reinkommen müssen. Der war in Runde 16. Das hätte vielleicht noch ein bisschen was gebracht. Aber so geht jetzt Magnussen vorbei. Und jetzt haben wir halt die Chance, mit DRS uns da mitzuziehen. Jetzt geht das Ziel wieder weiter. Und Lawson ist auch direkt dabei. Das ist auch schwierig, ne? Jetzt zu bestimmen, wer vorne fährt. Also wer zuerst reinkommt. Klar, Show sollte zuerst reinkommen. Okay. Da wir 1,8 fahren, ist es ja etwas länger als eine Minute. Es gab nur eine einzige Strecke, die unter einer Minute war, und das war Bahrain Short 2020, glaube ich. Das Perez damals gewonnen hat. Im Racing Point. Ah, Lawson ist gerade so noch im DS-Bereich, ne? Reifen. Dann sieht es auch nicht gerade besser aus. Also wir sind halt schon gut Reifen am Sparen, muss man dazu sagen. Aber bis der Regen wirklich so weit ist, dass wir die Reifen wechseln müssen, ist das so Runde 30. Und das könnte sogar noch weiter nach hinten geschoben werden. 5 Runden müssen wir noch irgendwie aushalten jetzt. Lawson verliert gegen Albon eine Position. Ja, wir können ja Gott sei Dank gerade mit denen hier mitfahren. Und Lawson, ey, der hat so viel Plätze gut gemacht. Aber das passt jetzt so langsam wieder damit, dass wir beide reinholen können. 16 mm, das ist eng. Ab 70 kann man es überlegen zu wechseln. So, schon wieder vorbei. Alter, 4 Autos nebeneinander. Wie kann das, die Strecke so breit ist? Wir wären ungefähr jetzt bei Verstappen Science-Niveau, ne, was Reifen angeht. Das sind nur 8%, ne? Das geht halt noch. Also wir sind halt grenzwertig, was jetzt die Reifen angeht. Wir sind so, so schade gewesen. Wieso geht bei Alpha Tauri immer so viel daneben, aber... Bei Alfa Romeo Karriere funktioniert voll viel. Und jetzt haben wir kein DRS, jetzt werden wir von 2 geschnupft. Our tires, tire status, okay to run. Ist nicht so schlimm, muss man sagen. Ja, weil unsere Reifen jetzt K.O. sind, jetzt müssen wir erst versuchen, erstmal dran zu bleiben. Aber es kann sein, dass wir vielleicht Glück haben. 2 Minuten noch, gelbe Flagge. Es gab einen Unfall. Wir haben Glück. Wir haben auch mal Glück in diesem Rennen. Eigentlich hängen die jetzt fest. Normal können die nicht mehr rausfahren. Ist ein Kiesbett. Und
Ne? Normalerweise ist das halt nicht möglich für die. Dafür wurden die Kiesbetten ja damals eingeführt, auch so ein bisschen, um halt Schadensbegrenzung zu machen, aber auch gleichzeitig und Fehler zu bestrafen. Heutzutage dürfen die Fahrer ja machen, was sie wollen. Du hast verbremst, fahr einfach weiter. Ne? Man kann auch durch ein Dings fahren, nur durch ein Kiesbett, wenn du die ganze Zeit am Rollen bist, darfst du zu viel Gas geben, auch in die Reifen durch und dann hängst du fest. War 2006 damals auch so. Auf dem Nürburgring. Da hat Schumacher sich, glaube ich, in der damaligen Dunlop-Kehre gedreht. Nur die Hinterreifen waren im Kies, der durfte nicht nach vorne geschoben werden. Nur nach vorne schieben, damit weiterfahren können. Doch, darf man nicht. So, der Regen. Komm schon, Regen. Noch ein bisschen. Der lässt jetzt richtig Zeit, der Regen, ne? So richtig so, nee, Mann. Du kriegst jetzt keine Punkte. Ich mach jetzt schön langsam. Oh, komm, ey. Wir sind ja schon in der 30. Runde. Die Reifen sind schon, wieso jetzt schon mehr als hinüber? Ja, bei 70% hätte ich gesagt, ja, okay. Ne? Ja, beide lassen sich jetzt gerade ganz gut überholen. Alles, was wir uns aufgebaut haben, ist jetzt wieder kaputt. Aber auch Sainz ist auf 29%. Ich würde sagen, nächste Runde kommen wir rein und gehen auf Inters. Das ist noch human. Schon mal blockierende Reifen. Warum der hier nichts hinkriegt in der Karriere, ist ja noch schlimmer als das andere. Ja, ich glaube, das könnte noch einigermaßen human laufen jetzt, wenn wir jetzt gleich reinkommen. 20%. Die Reifen sind riskant, dass sie platzen. Bottas kommt rein. Da hatte Weiß das schon drauf, okay. Ja, 70%. Damit sollten die Reifen einigermaßen auskommen. Also wir sollten halt ein bisschen... Okay, jetzt kommen auch die anderen schon rein. Okay, die anderen kommen... Die direkten vor uns kommen nicht rein. Lawson konnte ich Gott sei Dank noch umstellen. Na, komm! Das kann nicht wahr sein, ey. Dieses Rennen ist echt verflucht. Jetzt kommen die anderen rein. Also wir haben eigentlich jetzt einen perfekten Zeitpunkt erwischt. Ja, aber... 8 Sekunden sind 6 Sekunden zu lang. Das heißt, Gasly und Dings auf jeden Fall wieder vorbei. Und die Reifen sollen auf jeden Fall durchfahrbar sein jetzt. Ja, damit sind Punkte ein bisschen schwierig geworden jetzt für dieses Rennen. Unfassbar. Wir waren so in einem guten Rennen, so in einem guten Rhythmus. Und dann sowas. Ein Verbremser, die Reifen sind zu K.O. Stopp geht schief. Eieiei. Klar, wir können jetzt mit ERS versuchen aufzuholen. Wäre auch ganz gut, wenn es funktionieren würde. Die Strecke wird auch wieder ein bisschen trockener, aber halt nur für Inters noch passend. Ja, wir haben auch schon gut aufgeholt. Verstappen hat auf jeden Fall die schnellste Runde. Mal gucken, was hier passiert. Ich weiß nicht, wie schnell wirklich Ricardo fahren kann. Vielleicht sind wir von vornherein auch von der Geschwindigkeit her passend. Vielleicht können wir auch so aufholen. Wenn die an Ricardo nicht vorbeikommen, haben wir vielleicht wieder Chancen. Also ganz Punkt abschreiben würde ich halt nicht. Ja, wir haben auch schon gesehen... Sonoda und Magnus, ne? Die haben uns ja auch gecrashed. Aber wir sollten, wenn es geht, jetzt dranbleiben.
Waren die vier Zeiten? Eine 1.10.2, eine 1.10.8, eine 1 und eine 1.10.4. Ja, okay. Sind schneller als Gasly gewesen, langsam als Ricciardo und etwas schneller als Norris. Ja, der Motor könnte gerade unsere Hilfe sein. Die Reifen sollen auch eigentlich ganz gut halten. Da sehe ich jetzt auch keine Probleme. Und Lawson ist auch direkt dran an Boucher. Dann kann er versuchen, mal jetzt zu überholen. Ich würde auch natürlich gerne ES ausgeben, um uns wieder noch mehr ranzufahren, aber. Ist immer schwierig. So, mit ES geht's an Boucher vorbei. Kontern kann er ja sowieso jetzt nicht, weil er kein DRS hat. Oder es gibt ja kein DRS mehr. Damit ist er vorbei. So, Schuh kann wieder extremer fahren. Das wird jetzt so ein Hin und Her, was extrem und normal anfahren angeht, wegen der Temperatur. Lawsons Temperatur soll jetzt auch wieder runtergehen, weil er alleine fährt. Ja, wir kommen wieder näher. Perfekt. Genau das brauchen wir. Wir müssen uns rankämpfen an die Feuerleute. Wenn wir dran sind, können wir dahinter ein bisschen was chillen. Bevor wir dann wirklich attackieren und versuchen, die zu überholen. 1,7. Noch wirkt der Windschatten nicht. Komm, ich gebe ES dazu. Damit er auf jeden Fall jetzt in den Windschattenmodus kommt. Dann hat er Windschatten. Das ist natürlich auch immer nicht so verkehrt. Schwupp. Oh, da haben sie aber auch gut ES jetzt eingegeben. So, wir sind jetzt dran. Perfekt. Motor und ES laden. Also normal fahren, auf Motor. Und dass wir etwas aggressiver fahren. Weil jetzt können wir halt schön mitfahren. Und dann, wenn das ERS bereit ist, die uns schnappen. Ja, solange die auch noch im Fighten sind, ist es ja auch noch gut für uns. Wir fahren eine Sekunde schneller letzte Runde. Na, wir müssen aber dranbleiben, wenn es geht, ne? Show? Ich habe jetzt nicht umsonst ERS ausgegeben für dich. Ich dachte, du kommst da schön dran. Ja, und Lawson kommt auch nicht weg von Boucher. Okay, wir haben Windschatten, man merkt es. Und die Reifen kühlen auch wieder ein bisschen ab, das ist auch ganz gut. Klar, ich weiß, man soll nicht so oft hin und her switchen, was die Geschwindigkeit angeht. Aber, ja. Sollen ja auch, wenn es geht, warm genug sein, die Reifen, ne? Also wenn wir die ganze Zeit Volldampf geben würden, würden die Reifen halten und Cho greift gerade Norris an. Was hat denn der jetzt gehabt? Dann versuchen wir es mal. Das war ein Tick zu weit weg jetzt. Ich weiß nicht, woher das jetzt kam, aber wir hatten auf einmal eine Menge Schwung gegenüber Norris. Und Gasly kann wegziehen. Natürlich ein bisschen unpassend. Ich habe da gar nicht in dem Moment wirklich drauf geachtet, dass wir auf einmal an Norris dran waren, weil ich habe da so gesehen, ja, eine halbe Sekunde, ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde, ja, passt ja. Aber dass das dann daraus geworden ist, okay. Die Reifen kommen wieder auf die richtige Temperatur. Und ab 80 würde ich dann wieder ein bisschen aggressiver fahren. Wenn wir auf 80 kommen überhaupt. Und würde ich das jetzt aktuell behalten. Aber aktuell würde ich dahinter bleiben, um ein bisschen ES zu laden. Auch selbst wenn wir nur Platz 10 holen. Wird ja reichend für einen Punkt. Und wir haben ja mit Platz 5 gerade eben ja schon 4 Punkte geholt. Oder? 8, 7, 6, 5, 4... Ja.
Weil ich würde auch gern, wenn wir vorbeikommen an Ricardo und an Norris, mit ERS uns auch die Sekunde mindestens mal wegfahren. Weil ich schon sehr wichtig finden würde. So, Reifen. Wir sollen aggressiver fahren, weil die Reifen wieder wärmer werden müssen. Oh, jetzt haben wir schön Windschatten. Norris hat aber was dagegen, dass wir vorbeifahren. Ist klar. Kann man verstehen. Ja, wir nähern uns wieder den 60%. Oh, gelbe Flagge. Wo? Wie? Wer? Ach, da hinten. Hinter uns nur. Wieso kann vorne nie was passieren? Wenn was passiert, dann mit unseren Fahrzeugen. Ist auch schrecklich. Ja, komm schon, Joe. Du kannst es schaffen. Jetzt sind die Reifen wieder viel zu warm. Wir müssen wieder abkühlen. Wie schnell die manchmal zu warm werden, ne? Das war jetzt zwei Runden, wo er die Reifen so stark angeballert hat. Klar, ich habe jetzt kein ES verwendet, ne? Aber man merkt auch, wir sparen auch ein bisschen mehr Sprit. Das sollte man vielleicht dann auch verwenden, wenn man überholen möchte. Aber man spart echt gut die ERS. Wir fetten welche Zeiten. 1,91, 1,96. Wir waren letzte Runde ein bisschen langsamer. Also am Anfang hat mir Lawson jetzt dieses Rennen ein bisschen besser gefallen. Schade, der kommt im Regen auch ein bisschen besser klar, aber ja, jetzt nicht so. Und die Reifen von Schob brauchen natürlich ein bisschen länger jetzt, um abzukühlen, weil er direkt hinter Norris fährt. Wir haben aber schon 63%. Wir kommen langsam in den Bereich, wo es wieder interessant wird, das ES zu verwenden. Wir haben 100%. Es ist interessant geworden. Wir warten noch so ein, zwei Ründchen, bis die Temperatur ein bisschen besser ist, damit wir auf jeden Fall noch aggressiver fahren können. Wir haben nur 1,5 verbraucht. Ah, jetzt haben wir alles verbraucht gehabt. Nee, ist zurückgesetzt worden. Und was soll das denn jetzt? Warum geben die beiden jetzt Gas? Hey, bleib stehen. Nicht nett. Ah, die Strecke wird wieder trocken. Das kann. Na, es reicht nicht für DRS. Jetzt müssen wir gerade kämpfen, dran zu bleiben. Oh, Lawson kann wieder ein bisschen pushen. Er kriegt auch seine Motorleistung mal dazu. Und das gleiche geht auch jetzt für Schob. Der darf jetzt attackieren. Ja, mit Motorleistung jetzt. Und ERS. Könnte das jetzt reichen, um an Norris vorbeizugehen? Außenrum mit ERS. Da vorbei. Und vielleicht an den Williams? Nee, leider nicht. Das wäre jetzt zu schön gewesen, um wahr zu sein. Komm schon, Show. Innenkurve, ERS und vorbei. Perfekt. Und zieh weiter. So ein Sekundenfenster wäre echt nicht verkehrt. So, Reifen müssen wir wieder zurückstellen. Wir sind jetzt bei einer Sekunde. So, Reifen, Motor bleibt. Und ERS laden. So, damit haben wir uns in die Punkte gefahren und haben Gasly vor Augen, schon mit 1,9 Sekunden nur noch. Schlag ein, schon 1,8er hingelegt. Aber man muss auch sagen, wir haben jetzt alles aufgedreht, ne? Zwei Runden ging das hier nur gerade gut. Bei den anderen Strecken kriegt man gerade so eine halbe Runde hin. Gerade diese langen Kurse. Jetzt die Frage. Klar, wir haben den Motor noch aufgedreht, das sollte uns trotzdem auch helfen. Die kommen immer mal schön näher an Gasly ran. Also Platz 9 ist auch in Reichweite. Danach wird es schon extrem schwierig. Da muss da schon langsam vorne was passieren.
Was immer noch krass ist, ne? Die fahren als echt große Truppe rum. Aber wie gesagt, der Verbremser tat weh. Dadurch waren die Reifen ein bisschen mehr K.O. als eigentlich sein sollten. Wir waren aber perfekt in der Box. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, so schön an Gasly ranpirschen, ist ganz gut. An den Windschatten nutzen. Wo wir durchstellen, wenn wir dann auch vielleicht den Motor wieder sparen können. Ist auch krass. Und Tsunoda ist auf Platz 4 im Sprint gestartet und ist jetzt 18. Ja, das ein Freund des anderen leid. Und wir sind im DRS, im Windschatten von Gasly. Aber ich glaube, dieses Hin und Her, was wir mit den Reifen machen, das ist gar nicht so uninteressant. Das bringt uns eigentlich echt viel. Das ERS letztlich auch ganz gut. Ja, auch Lawson hat ja auch den gewissen Vorsprung auf Boucher mittlerweile jetzt rausgefahren gehabt. So, wir bleiben dahinter und sparen uns ein bisschen Sprit. Du kannst auch versuchen vorbeizufahren. War jetzt eigentlich jetzt erstmal nicht angedacht. Aber, ja. Müssen aufpassen, dass sie jetzt keinen Crash machen. Gasly überholt Cho. Hä? Okay. So, die Reifen sind jetzt wieder ein bisschen zu kalt. Wir müssen noch ein bisschen warten. Ich muss natürlich auf Ricardo aufpassen, dass die halt nicht zu nah kommen. Ja, weil irgendwie kommt mir sofort, als ob Gasly versucht aufzuhalten. Attacke! So, 94% ERS. Jetzt mit ERS versuchen anzugreifen. Nicht dahinter bleiben. Und es geht vorbei an Gasly. Und jetzt versuchen abzuhauen. Das kam mir nämlich sofort, als ob der versucht einzubremsen, damit wir nicht die Jagd auf Albon machen. Ja, was ja wieso eigentlich ja nicht das Hauptziel jetzt gerade war. Wer ist denn da vor uns eigentlich? Ach, Schumacher. Warum ist der hier so extrem schlecht? Es gibt ja diesen einen Patch und diesen Mod, der Schumacher ja dann normal stark macht, wie die anderen. Weil scheinbar haben die Macher den wirklich schlechter gemacht, als er eigentlich ist. Oh, wir sind da echt schön vorbeigekommen. Gasly wird nämlich aufgehalten gerade ein bisschen. Oh, wir holen auch ganz gut auf Dings auf. Und wir haben eine schöne freie Fahrt. Das bedeutet auch, dass wir da relativ gut unsere Reifen abkühlen können. Wir waren mit einer 1,89 eine Sekunde schneller als Albon. Das gefällt mir. Auch schneller als eine Sekunde schneller als Ricardo, Norris und Gasly. Aber wir haben ja nur noch 10 Runden, ne? Das muss man jetzt auch bedenken. Ich finde Charles Schwartz hat sich echt stark verbessert. Wenn man bedenkt, wie schlecht er in der ersten Saison war mit dem Alfa Romeo. Ne, da hat den Bottas ja wirklich einen Grund und Boden gefahren. Deswegen haben wir ja Schumacher geholt, der hier komischerweise schlechter ist. Dafür haben wir hier Scho, der gut ist, und Schumacher verbessert sich ja allgemein in der anderen Karriere. Gelbe Flagge ist Tsunoda. Der wurde von Bottas überholt. Haben wieder 8 Sekunden auf Dings. Albon 1,10,4. Scho 1,4,7. Und Gasly 1,10,9. Oh, ist doch schon eine Menge Regen, ne? Aber lässt ja auch gleich wieder ein bisschen nach. Temperatur können wir wieder senken. Darf ich den Motor hochdrehen bei Lawson? Also Lawson wird halt schwierig, dass der die knackt hier vorne. Ne? Denn der muss noch einiges Gas geben, müsste der. Obwohl, der kann ein bisschen ERS verbrauchen. Vielleicht schafft Lawson es auch da irgendwie noch ran. Die Reifen sind eigentlich wieder intakt. Wir können wieder Gas geben. Und neutral. Neutrales ERS verwenden. Und dann brauchen wir ein bisschen mehr. Was uns natürlich auch ein bisschen schneller macht. Ja, versuchen es mal. Ne? Vielleicht kriegen wir Albon, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Aber wir haben auch schon mal die 4 Punkte vom Hauptrennen. Ne?
Vom Sprintrennen, plus jetzt die 2 Punkte. Sollten wir vielleicht mehr Punkte als Alpine holen, dieses Rennen. Ja, Lawson holt zwar auch, aber jetzt nicht so extrem. Der hat jetzt knapp eine halbe Sekunde in einer Runde aufgeholt. Oder? Da sehen wir jetzt. 10-1, eine Sekunde hat er aufgeholt sogar. Lawson und Schuh holt auch halt eine Sekunde auf Albon. Aber sobald wir anfangen zu sparen, ist das dann wieder hinfällig. Oh, oh, Lawson. Kein ERS bitte verbrauchen. Bitte kein ERS verbrauchen. Okay. No DRS available. Ja, er muss jetzt laden. Also wir verbrauchen doch ein bisschen mehr ERS als die Konkurrenz, aber das ist hier bei Intermediates kommt ERS. Mit Inters brauchen wir ein bisschen mehr, aber das ist mir vollkommen okay. Ja, wir könnten jetzt versuchen, mit den Reifen durchzuziehen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Verbremsers noch mal einen Tick höher. So, lass mal wieder Gas geben. Das ist jetzt so ein Hin und Her, was Gas geben und Bremsen angeht. Aber ich finde das hier gar nicht mal so unschlau. Ist das für ein Wort? Weil wir haben dann ab und zu mal so 2-3 Runden, wo wir schneller sind und dann wieder dieses, wo wir die normale Zeiten, die fahren. 4,6 Sekunden, das wird hart, den einzuholen. Und wenn, wird Platz 9. Ja, wenn man jetzt die 6 Sekunden abzieht, dann sind wir bei Albon, was den Stopp angeht. Ohne den Verbremser wären wir oben in der vorderen Gruppe wahrscheinlich auch dabei. Ja, wir hatten. Das Team hatte einen Job: einen guten Stopp zu machen. Und die verkacken. Ich weiß nicht, wir könnten wirklich die Reifen versuchen durchzuziehen jetzt, ne? Ich werde dann vielleicht. Oh, gelbe Flagge. Ach, oh, du kommst ein bisschen weiter aus der Strecke raus. Kurve 4. Das ist krass, dass das hinten Kurve 4 ist. So, normales ERS. Motor wird aufgedreht. Reifen auch wieder. Show soll probieren, weiterhin an ranzukommen, ne? Mal gespannt. Also wir sind halt spritmäßig ganz gut unterwegs. Sind auch natürlich jetzt mit 10 Kilo sehr, sehr leicht, ne? Müssen aber aufpassen aufs Geld, ne? Weil die ganzen Teile natürlich jetzt ein bisschen mehr Geld, Geld kosten, was die Anfertigung angeht. Wieder eine Sekunde aufgeholt. Wenn wir da weiterhin dieses Tempo halten können. Dann könnte das knapp werden. Ja, wir setzen mal ein bisschen ERS noch mit dazu ein, damit wir auf jeden Fall auch ein bisschen mehr als eine Sekunde aufholen. Aber wir müssen es halt auch laden, kurz bevor wir bei dem sind. Wäre schon krasser, wenn wir den noch bekommen würden. Weil wir haben 4 Runden noch. Ne, 68, 69, 70, 71. Noch 4 Runden. So, ERS ist dann wieder schon vorbei. 3 Sekunden. 3,7. 3,6. Also wir holen schon echt extrem gut auf. Wir waren 1,5 Sekunden letzte Runde schneller. Haben natürlich jetzt kein ERS mehr. Und die geben meistens dann am Ende auch nochmal ein bisschen mehr Gas. Und Bottas könnte zu oder echt schlagen im Rennen. Krass. Wir werden gerade überrundet. Leclerc führt vor Russell und Sainz. Da hätten wir auch mal sein können, Mann. So bitter. So. Lawson kann jetzt eigentlich jetzt zu Ende fahren. Der, da kommt nicht mehr viel. Und wieder 1,2 Sekunden hat Show aufgeholt. Show darf weiterhin Gas geben. Runden, das wird echt eng. Ich will halt kein ERS jetzt ausgeben, weil das ERS soll dafür da sein, damit wir angreifen können. Das wird sich jetzt in der Rundenzeit wahrscheinlich aus. Ja, Elbe gibt doch Gas.
Das war's dann. Hätte er kein Gas gegeben, wäre es vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Dann wäre vielleicht mehr wirklich raus geworden. Aber da die KI meistens immer die letzten beiden Runden noch Gas gibt nochmal. Ja, vor allem Ricardo und Norris kämpfen gerade um nichts. Ne? Ist auch mal nicht schlecht. So, Sprit zurückstellen. Mehr Gas können wir leider nicht geben. Aber können nochmal ES verwenden. 1,8 Sekunden. Ist zwar schön und gut, aber vorbeikommen wird jetzt ja kaum möglich sein noch. Eine Runde mehr vielleicht. Ey, wieso gehen uns eigentlich die Runden immer aus? Ist so krass. Und Leclerc gewinnt vor Russell, vor Sainz, vor Perez, vor Verstappen. Nein, um und dran. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Und unsere Batterie ist leer und wir sind 0,7 dahinter. Trotzdem Platz 9. Punkte. Mehr als zufrieden. Und Lawson Platz 13 auch ganz gut sich eigentlich wieder da rausgerettet. Die Reifen waren halt am Ende des ersten Stints mit den Mediums am Ende. Die Harten hätten vielleicht doch ein bisschen besser geholfen, aber es wurde ungefähr Runde 28. Am Anfang sah es aus Runde 28 der Wechsel angekündigt. Bei Zhou Guan Yu hat heute alles gepasst. Erstklassiges Rennen. Das war eine sehr starke Leistung. Der Fahrer beendet das Rennen in den Top 10. Das ist erstaunlich und wirklich sehr gut für das Team. Sehen Sie sich das an, wie überschwänglich und begeistert dieser Erfolg hier gefeiert wird. Der Monegasse hat heute mit einer tollen Leistung gezeigt, was er kann. Und das ist der erste Sieg der Saison. Er wird dem Fahrer einen echten Schub an Selbstvertrauen geben. Hier in Österreich galt es, Berge zu überwinden. Aber diese drei haben es auf den Gipfel geschafft. Was glaubst du, machen sie unten in der Garage von AlphaTauri aus diesem Rennen? Es war ein durchwachsenes Wochenende für sie. Ein Fahrer hat eine starke Leistung gezeigt, der andere leider nicht. Es gibt aber definitiv Positives zu berichten. Und das war's für unser Wochenende hier in Österreich. Die nächste Runde bringt uns ins Herz des Vereinigten Königreichs. Machen Sie sich bereit für ein denkwürdiges Rennen in Silverstone, der Wiege der F1. Ja, was soll man so sagen, ne? Also mit 2 Punkten aus dem Hauptrennen und 4 Punkten aus dem Sprintrennen bin ich auch sehr zufrieden. Damit holen wir 6 Punkte. Können unseren Vorsprung etwas ausbauen. Haben, glaube ich, mehr Punkte als... Ja, wir haben 1 Punkt mehr als Alpine geholt, aber die haben ja beide deutlich mehr Punkte. Loch senkt immer noch bei 6 Punkten fest. Ferrari kann die Führung ausbauen. Fahrerführend ist Russell. Vor Verstappen, Leclerc und den ersten Sieg, was auch überraschend ist. Hätte ich es auch nicht erwartet. Ich dachte, er hat mehr Siege. Und ja, in einer Karriere führt er ja, ne? Dann merkt man, wie unterschiedlich das ist. Also es wird auf jeden Fall ein Kampf zwischen Ferrari und Red Bull wahrscheinlich bis zum Ende der Saison. Wir haben jetzt 6 Punkte, sind auf 40 Punkte gestiegen. Und Boxenstoppsmäßig waren wir doch mit 2 Punkten dabei. Jawohl. Ja, hier schnappen wir uns, wenn es die Boxenstopp-Punkte. Also Platz 7 ist da auch wahrscheinlich bis zum Ende der Saison drin. Hier hat Alfa Romeo den Stopp mit drin gehabt. Ne? Wir haben es bisher nicht geschafft. Oh, das ist so. Naja, stimmt ja. Naja, wir müssen mehr die Leute ausruhen, damit die auch gute Stopps machen. Ich fand das Rennen von Lawson zumindest am Anfang nicht so schlecht, nachdem wir die Reifen abgebaut haben und der nicht mehr mithalten konnte. Fragwürdig. Ich werde es wahrscheinlich wieder am Anfang der nächsten AlphaTauri-Folge sagen, wenn ich es selber vergesse. Ihr könnt dann entscheiden, ne, in die Kommentare schreiben, sollen wir Lawson wechseln oder soll er bleiben? Okay, wir haben nur 4 Tage. Deswegen
Ja, mal schauen. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass die beiden nächsten Rennen von Alfa Romeo ganz gut sind. Klar, wir werden jetzt kommt da für morgen natürlich zwei Folgen von Alfa Romeo Karriere. Dann weiß ich noch nicht, wie das Rennen hier verlaufen wird in Silverstone. Und das Kanada-Rennen von Alfa Romeo habe ich schon aufgenommen. Und das ist gut. Das ist einer der besten Rennen, was Showbusiness angeht, was überhaupt da ist. Das ist so mega geil. Und ja, ich bedanke mich, wenn ihr das eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in Großbritannien dabei seid. Genau natürlich auch bei den Alfa Romeo Karriere. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.